Dann tun Sie mir einen Gefallen. Jeden. Gehen Sie noch einmal mit ins Kinderasyl zum kleinen Gaston. Sie wissen ja, der Bauernvater kann nicht Französisch. Sie hängen an dem Jungen. Ist verständlich. Aber glauben Sie bei ihm auch, dass Sie ihn heilen können? Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ja, es war einmal ein... Ein Oiseau. Ein Vogel? Non, non, etwas plus haut, plus sublime. Oh, ein Ange. Ein Engel, ja. Ein Engel. Der hatte Wache an der Himmelstür. À la porte du ciel, impossible. Voilà Petrus. Er sagt, da steht Petrus. Ach so. Ja, der war beim Zahnarzt, der Petrus. Der hat ja eine geschwollene Backe. Vielen Dank. Und da kam zu dem Engel ein ganz großer... Diabel? Diabolo, oui. Und der Engel so bittet. Horrible. Was nun tun? Der Engel schmeißt fermé la porte, die Tür zu. Und der Teufel, Schwanz, einzwicken. Einzwicken, einzwicken. La queue, la queue. La queue. Der kleine Engel und... Merveilleux. Oh. Und der Teufel... Merveilleux. Und dann? Und dann, da macht der Engel die Tür auf. Und der Teufel nichts wie raus und runter zur Hölle mit einem pestilenzischen Gestank. Le diable, mauvaise odeur. Merde. So, und jetzt schlaf schön. Sehen Sie, Baumgarten, bei diesem Kind komme ich mir wirklich so vor, wie Zimse mich nennt. Betrüger von Wörishofen. Was kann ich für ihn tun? Ihm Geschichten erzählen. Befund von heute. Aber ich bitte Sie, Leukämie. Ah ja. Das sind eben unsere Grenzen. Leider. Sie wissen das von Zimse. Und das Kind glaubt sie an mich. Er hat ja auch niemand mehr, der kleine Kerl. Die Eltern sind tot. Herr Pfarrer, Ziemsen ist nicht irgendein kleiner Kläffer. Er ist Direktor des Allgemeinen Krankenhauses in München und Ordinarius an der Universität. Sie müssen sich wehren. Ach, die Nachbarn gehört nicht. Ich muss noch ein Stockwerk höher. Gute Nacht, Herr Pfarrer. Spät. Es ging ganz plötzlich.